Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Auch ich möchte euch heute, wie ihr es im Titel schon gelesen habt, den Shop alles10euro.de vorstellen. Ich durfte mir dort 5 Teile aussuchen, daraus wurden aber 7 und wer am Ende noch dran bleibt, der kann auf jeden Fall noch was Schönes gewinnen. Und ja, wie gesagt, ich durfte mir 5 Teile aussuchen, 2 haben aber nicht gepasst, dementsprechend habe ich 2 neue bekommen, also habe ich jetzt 7 Teile und 2 Teile, die Teile, die mir nicht gepasst haben, darf ich für euch verlosen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wie gesagt, alles10euro.de, sagt der Name schon, kostet jeder Artikel, egal ob Schuhe, Hosen, Jacken, Kleider, Oberteile, Accessoires, Schmuck, alles Mögliche kostet 10 Euro. Und ja, ich wollte es am Anfang auch nicht glauben, habe mich dann aber überzeugen lassen und habe mir den Shop mal genauer angeschaut. Und ja, ich verlinke euch in der Infobox mal einen Beitrag dazu. Es ist wirklich sehr interessant, schaut auf jeden Fall mal vorbei und lest ihn euch durch. Ja, ich habe mir 5 Teile ausgesucht und ich würde sagen, ich zeige sie euch jetzt mal und ihr seht sie auch angezogen. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video und los geht's. Was ich noch sagen wollte, wenn euch jetzt ein Produkt gut gefällt, dann schaut auf jeden Fall sofort im Online-Shop vorbei, denn es kann sein, dass eure Größe oder das Produkt schon komplett ausverkauft ist, denn es gibt nur eine bestimmte Anzahl von den Produkten. Und ja, seid auf jeden Fall schnell und jetzt starte ich wirklich mit dem Video. Als erstes habe ich mir was Frühlingshaftes ausgesucht und zwar ist das so eine Sweatjacke und in Schwarz. Aber das Besondere an dieser Jacke ist, dass die Ärmel und die Kapuze ein bisschen in so einem Flower-Design ist. Also in so einem schönen Türkis mit Blüten und Blumen. Und ja, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich bin jetzt schon verliebt. Und ja, für die späten Frühlingstage, wo es dann noch ein bisschen kälter ist, kann man sich die einfach überwerfen. Und ja, das ist eines der Teile, die mir nicht gepasst haben. Ich habe normalerweise S oder M und ich musste mir die jetzt nochmal in XL nachbestellen. Und ja, sie passt auf jeden Fall sehr, sehr gut jetzt. Und das ist von der Marke Dangers. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob euch das was sagt. Ja, auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr schöne Jacke und ich freue mich darauf, sie zu tragen. Kommen wir zum zweiten Teil, was mir in M nicht gepasst hat. Und zwar ist das ein Hoodie in Schwarz und der sieht so aus. Das Besondere an diesem Hoodie ist auch wieder an den Ärmeln und an dem Bauch. Und auch die Kapuze ist mit Dope beschriftet. Und das fand ich auch sehr interessant. Sowas habe ich so im Alltag auch noch nie gesehen. Und ja, ich finde, das ist einfach was Besonderes. Und auch hier habe ich M gehabt, was aber nicht passt. Und auch XL. Und auch hier die Firma ist Dangers. Ja, freue ich mich auch sehr, bei den kalten Frühlingsabenden diesen Pulli zu tragen, wenn es nicht mehr so ganz kalt ist, aber auch nicht mehr so warm. Dafür eignet sich sowas auf jeden Fall sehr gut. Ja, kommen wir zum letzten Kleidungsstück und das ist auch, ja, mein Highlight, würde ich sagen. Und zwar ist das so eine Jacke, die ist etwas länger und ein bisschen dicker. Ich würde jetzt sagen, das ist so eine, ja, Übergangsjacke oder halt langer, dicker Cardigan, den man einfach auch mal drüber ziehen kann, wenn es schnell gehen muss. Und das Besondere an dieser Jacke ist, dass der Reißverschluss so schräg nach oben geht und halt die Kapuze, die ist wirklich sehr, sehr groß. Also da kann man fast schon untergehen, finde ich. Und hat halt hier auch nochmal so ein Gürtel, was man sich um die Taille binden kann. Und das ist in der Größe M. Das hat wirklich sehr, sehr gut gepasst. Und von My Haley's, die Firma. Die sagt mir was, mag ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Und auf diese Jacke freue ich mich auch schon riesig. Ja, dann habe ich mir noch eine Tasche mitgenommen. Und zwar ist das diese hier. Das ist wirklich so eine kleinere, wo auf jeden Fall alles reinpasst, was man braucht. Mir hat das Design wirklich super, super gut gefallen. Auch in so einem floralen Muster. Und das ist von der Marke MTNG. Das sagt mir jetzt gar nichts. Ja, finde ich aber auch auf jeden Fall wunderschön. Hier auch mit diesem Logo noch. Und es hat halt hier vorne so ein großes Fach, da passt auf jeden Fall alles rein. Hier nochmal einen Reißverschluss in der Mitte, dann hat man hier auch nochmal einen kleinen Reißverschluss. Und halt hier noch so zwei kleine Täschchen.
Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen mit einem langen Henkel und freue ich mich auch schon, die zu tragen. Ja, und das letzte Produkt ist ein Schmuckstück und ich packe das mal für euch aus. Und zwar ist das diese Kette hier, die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das ist so ein Schwan und der Körper vom Schwan ist mit so einem Glitzersteinchen in, ja, was ist das? Ja, rot-orange würde ich sagen, versehen. Und ja, finde ich, sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus und ist aus 925 Silber, also echtes Silber. Und das für 10 Euro zu bekommen, das kriegt man nicht oft. Und ja, auf diese Kette freue ich mich auch auf jeden Fall schon sehr. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und ich freue mich, sie bald zu tragen. Ja, meine Lieben, das waren meine 5 Produkte und ich freue mich über jedes einzelne Produkt sehr. Danke nochmal an alles10euro.de und ganz lieben Dank an die liebe Judith, die das Ganze so vereinbart hat. Kommen wir zu der Verlosung, die ich ja bereits angekündigt hatte. Und zwar kann jemand den Blumenpullover und einer kann den Dope-Pullover gewinnen. Alles, was ihr für die Verlosung tun müsst, findet ihr in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Verlosung und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!